Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Rue the Waves 3 und dem Krieg mit Frankreich. Ja, ganz, ganz üble Sache, was hier passiert auf der politischen Bühne. Wir als Marina müssen nun unsere Pflicht tun, so schwer das auch sein wird. Ja, wir haben es nun mal nur begrenzt in der Hand, was auf der Welt passiert. Wir tun Dienst zur See für das Vaterland und für den Kaiser. Und das werden wir in dieser Folge bis aufs Blut machen. Raid on Enemy Shipping. Ich weiß nicht genau, was mich da jetzt erwartet. Wir kämpfen gegen Frankreich. Wir kämpfen im englischen Kanal. Das heißt, es ist sehr, sehr eng da. Zum Glück ist England noch nicht mit im Krieg. Sonst wäre das echt übel, weil dann natürlich britische Küstenbatterien auf uns lauern würden. Aber gut, wir schauen mal, was uns jetzt hier erwartet. Wir sind ganz gut aufgeklärt. Das ist gleich ein riesiges Gefecht, Leute. Ich kacke in Salat, ey. Wir haben mit 11 Schlachtschiffen hier zu rechnen und 4 schweren Kreuzern. Aber wir haben ein paar leichte Kreuzer, womit wir mit... Uiuiui, ich habe noch nie so eine große Schlacht gespielt, ne? Bring... Rearrange, ne? Was? Make Flagship? Ne, ne. Preußen ist Flagship. Accept. So, bevor wir... Ja, das ist das geil, oder? Das ist leider ein bisschen besser als bei Dreadnoughts. Bevor wir jetzt das Spiel starten, will ich nochmal in die Spieleinstellung rein, weil bevor wir das starten... Ich save einfach mal, warum auch immer. Nee, mach ich nicht. Exit Game? Nein, 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 nein. Wo ist jetzt... Die Preferences. Hier. So. Wir können nämlich hier bei den Realism Settings bestimmen, bis zu welchem Grad wir die Kontrolle haben wollen über unsere Flotte. Spielt ihr im Captain's Mode? Nee, spielt ihr im Admiral's Mode? Dann könnt ihr nur das Flaggschiff und den damit den angehängten Verband sozusagen steuern. Und alle anderen Divisionen werden von der KI übernommen. Hier bei Rear Admiral's Mode könnt ihr alle Divisionen selber steuern. Und bei Captain's Mode, das werden wir mal machen, habt ihr die Möglichkeit, Torpedoangriffe händisch zu fahren. Das ist der Grund, warum ich das jetzt mache. Man hat hier allerdings einen Malus von -20% auf seine Victory Points. Ich möchte aber einfach mit meinen leichten Kreuzern, falls wir jetzt hier in einer Übermacht an Schlachtschiffen gegenübertreten, Torpedoangriffe fahren. Jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, wir können... Das gucken wir uns dann gleich mal an. Wir machen mal okay. So, boah, ist das übel, ey. Hier ist gleich Artillerie vor, oder was? Von Dünkirchen? Mann, 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 ey. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil gegenüber Dreadnoughts. Dreadnoughts spielt immer im Luftlernraum. Ihr habt immer die gleiche Soße, ja? Und hier, das ist jetzt taktisch hochinteressant, ja? Weil das in einem unglaublich engen Seegebiet bzw. Wasserstraße, ja, stattfindet. So. Und wir machen mal diesen hier. Beziehungsweise nicht ultra fast, hört sich irgendwie gruselig an. Wir machen mal normal. Und... Beginnen das mal. Ich glaube, bevor man den Gegner nicht gesehen hat, tut sowieso die KI das alles steuern. Wir haben Objectives, ne? Inflict more damage on enemy ships. Ja, super. Schauen wir mal. Aus Dämmerung. Es wird Nacht. Das ist übel, weil da hat man dann echt eine sehr, sehr geringe Sichtweite, ne? Also wir können ja mal hier das erste Geschwader... Sehen wir da keine Ringe? Manchmal tauchen die auf, manchmal nicht. Hier ist die Preußen. Preußen führt die Stolz der deutschen Flotte an, ne? Kontrollieren wir jetzt? Ah, jetzt haben wir's. So, warte mal. Das machen wir mal. Ups. AI controlled. Das auch. Screen AI controlled. Und die schweren Kreuzer auch. AI controlled. Hertha und die Victoria Louise.
Mann, ey, ich habe noch nie so eine große Schlacht gespielt. Unglaublich, krass. Ich habe irgendwie bei dem einen Let's Player gesehen, der hatte noch so Live-Balken bei seinen Schiffen. Open Fire Message. Naja, wir machen mal weiter. So. Dann, dann können wir hier. Fahren wir mal in den Kanal ein, ja? Ja, dann machen die das alles schön automatisch hier. Ja, ist auch nicht so ein. Oh, warte. Dich haben wir vergessen. Wieso bist du denn alleine? Aufklärungsgeschwader Ostindien. Witzig, okay. Ach, die hätten wir nochmal neu arrangen können. Status, set target, detach. Das hätte ich mal machen sollen im Vorfeld. So, warte mal, dann kriegst du aber... ich mache mir nochmal... Nicht independent, sondern Core. Ja, und dann machen wir das so. Provide Cap. Cap ist Combat Air Patrol oder was? Nee. Note. Lead Division has. Okay, cancel. Aber Support kann ich nicht machen, ne? Ich mach Scout machen. Ja, Scout geht. Okay. Na dann, weiter geht's. Oh, ist das spannend. Fahren jetzt in den Kanal ein, ey. Übel. Keine Ahnung, wo die Gegner sind, ne? Also, können wir gucken hier. Ich glaube, das ist... Ja. Ne, also, wir haben nicht so eine große Sichtweite, wie wir Waffenreichweite haben. Gott, diese alten Hobel, ey. Verdammt, wir haben nur ein modernes Schlachtschiff, haben wir nur. Die Preußen, aber die ist dann aber auch, ne? Das ist dann aber auch hier, ja. Ach, der Basti labert, weil er so aufgeregt ist. Trink mal einen Kaffee. Mein, weiß ich nicht, wie viel der Kaffee heute, ey. Vielleicht bin ich deswegen auch so tüdelig. Ja, also... Ja, es ist einfach schwierig, jetzt hier den Gegner zu finden, weil die Sichtweite einfach so unterirdisch ist. Ich meine, wir sehen gerade so unsere eigenen Kreuzer, ne? Machen wir hier schneller. So, unknown ship sighted. Wo? Da. Machen wir Realtime. Okay. Realtime. Wir setzen mal einen neuen Kurs. Die Gazelle gucke ich mir mal an. So, machen wir Kurs 180. Grad. Kann ich nicht eintippen, oder was? Geht nicht? Doch, oder? Dein Ernst? Naja, machen wir das halt so. So, die Preußen dreht jetzt. Weiß nicht. Hertha, fährt er jetzt rein, oder wie? Jetzt habe ich die KI gelobt, ne? Und dann sowas. Ist das dein Ernst jetzt, oder? Fährt durch, okay. Dann bin ich ja beruhigt. Wir bleiben hier auf Cruise Speed. Ja, so kann man Probleme auch lösen, ne? Programmiererischer Art. Die Frage ist, was das für ein Schiff ist. Das scheint ja ein bisschen größer zu sein, ne? So, dann machen wir schneller. Oder slow. Ich glaube, wir können Geschwindigkeit, slower, normal. Ist er weg? So, ah ja, okay. Da ist es. Ist das ein Schlachtschiff?
Pause. Ah, diese Nachtgefechte sind halt echt übel. So, Kreuzergeschwader, Status. Nee, das wollte ich eigentlich nicht, sondern... Status? Ja, das wollte ich. Wir haben an Backbord und Steuerbordseite Torpedotubes. Scouts waren das jetzt, ne? Was hast du für eine Geschwindigkeit? Top Speed? Ne. Ja, Speed 15. Sortieren die sich neu, weil ich hier den Kurs geändert habe. Ich vermute mal so, ne? Ah, ich hatte gerade überlegt, vielleicht... was machst du jetzt? Frauenlob? Ist die detached? Habe ich die aus Versehen detached oder wie? Hitscore... Sehen wir da auch Beschädigung, Fire Control, Damage, Log Entries, Lost Contact with Division. Das ist ja crazy. Ah ja, klar, weil es dunkel ist, ne? Alter, richtig geil. Natürlich. Ja, für mich ist es ja einfach, hier oben drauf zu gucken. Wisst ihr, wie schwierig das ist, ja? In der Dunkelheit Schiffe zu sehen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also klar, bei Vollmond oder so nicht so das Problem, ne? Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr steuern. Abgefahren. Richtig geil. Bitte einen Orden verleihen an den Entwickler. Also großartig. Können sich bitte alle Entwickler mal hier so ein Beispiel dran nehmen, halt, ja? Was da alles gedacht wird. Super. Achso, so. Ne, Return muss ich drauf drücken, ne? Oder? Hm. Da ist das Schiff. So, die Preußen dreht. Es ist halt super gefährlich hier mit diesen eigenen Häfen, ne? Der ist ja auch nicht blöd, also der versucht dann halt da in den Schutz vom Hafen zu geraten, ne? Das machen wir natürlich nicht. Was macht der denn jetzt hier? Oder auf Battle, ey. Abgefahren. Richtig cool. So, ich mache aber mal so, weil ich weiß nicht. Oh. Da geht's los. Okay. Dann bitte einmal die Preußen. Ja, mache ich wieder selber. Frauenlob kann ich nicht kontrollieren, ne? Mm-mm. Krass. Scheiße. Okay.
Was haben die für einen Kurs? Machen wir hier Realtime und lassen es einfach mal laufen. Okay, dann wenden wir hier über Backboard. Ja, warte, das ist gut, dass die Frauenlob lockt die jetzt quasi. Wir gucken mal, dass wir die Keylinie irgendwie kreuzen. Das wäre wichtig. Ja. Trouble, okay, die Hela. Due to extended. Okay. So. Frauenlob hat das reattached. Nice, 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 nice. Es ist einfach so geil, Leute. Und sorry, da kann ich mir von guter Grafik einfach nichts kaufen. Wenn ich so ein Spiel spiele, ja, und an allen Ecken und Enden irgendein Murks ist. Und ganz ehrlich, also dass wir hier jetzt so nicht unbedingt eine Kollisionsabfrage haben oder so, das ist mir lieber als dieser Kack. Stopp mal. Hallo, was ist hier jetzt passiert? Das ist mir lieber als dieser Murks dann, wo der, weil dann muss man halt auch sehen, was kann ich als Programmierer, was kann ich nicht, ja? Und dann nehme ich die Kollisionsabfrage halt raus. Mein Gott, da geht ein bisschen Realismus verloren, aber das kommt dem Spielspaß ja enorm zugute halt, ja? Und bei dem Dreadnoughts, ey, dann ballern die ja immer die eigenen Schiffe in das Schiff rein und alles säuft ab und geht kaputt und so. Ja, was machst du jetzt? Jetzt haben wir dummerweise hier wieder Kontakt verloren. Ah, warum muss denn jetzt hier Nacht sein? Verfluchte Kacke, ey. Ich gehe nur mal ein bisschen runter, um die Maschinen zu schonen, ja? So, da wieder reattached oder was? Da ist der Gegner. So, langsam. Langsam mehr. Und weg. Zerstörer. Gibt es denn schon Zerstörer? Aber irgendwie hätte ich gerade große Lust abzulaufen, ja, weil das ist in der Dunkelheit hier, das ist ja echt Mist. Da. Jetzt gehen wir mal auf AK-Fahrt, um die zu stellen. Holds fire. So, jetzt habe ich dich aber am Haken, würde ich mal sagen. Vorsicht, dass wir hier nicht irgendwie auf Grund laufen. Aber Nachtgefechte sind echt ätzend, ne? Merchant, nice. Das ist doch fantastisch. So, wir müssten ja auch hier Torpedos haben, oder? Warte mal. Mach mal Pause. Pause. Hallo?
Also ein bisschen gefährlich, jetzt hier mit Torpedos rumzuballern, ne? Wegen der Hamburg bzw. den beiden. Das lassen wir besser nochmal. Das sollte ja irgendwie auch so gehen, oder? Beziehungsweise so. Ah ne, Target ist hier, ne? Zack. So, mal ein bisschen schneller. So, hier geht's schneller, so. Merchant Class Hit. Nice. Ja, der müsste ja bald absaufen, oder? Last Hit. Hit. Da kommt die Hertha. So, warte mal. Stopp. Ah, der säuft, glaube ich, jetzt ab. So, warte mal, dann machen wir hier mal. AI. Und zwar die Victoria Torpedo Merchant. Ja, das ist Steuerbord. Out of Arc. Scheiße. Ah, blöd. Aber das ändert jetzt nichts daran, ne? Also, alles out of arc. Hm. Ja, kann man nichts machen. Weiter geht's. Da ist ein Patrolboot. Ja, ich denke mal, dass der eh absäuft, oder? Der Frachter. Heavy Damage. Da haben wir eine Korvette. Und da ist auch so geil, dass hier Frachter auch also mit reinspielen einfach, ne? So, dann gehen wir mal wieder auf 14 Knoten. Ah, bist du schneller? Vorsicht, ist es hier Küstenartillerie? Heavy Damage. Ja, ich vermute mal, wir laufen mal ab, Leute. So, der säuft ab, ne? Ja. Die Korvette säuft ab. So, ich mach mal hier auf. Jawohl. Da ist ein schwerer Kreuzer. Nice. Naja, der hat jetzt Probleme. Okay. Machen wir slow. So. Die Dupio de Lum Class. So. Gazelle, Arkona. Arkona ist auch von uns, oder? Ich weiß es gerade nicht. So, warte mal. Wir können aber mal die Scout Status. Das machen wir mal auf Support. Das hier auch. Status. So.
Wir müssen aufpassen. Hallo, Schlachtschiff, komm mal runter jetzt hier. Mach mal hier auf Maximalgeschwindigkeit. Alter, der läuft jetzt ab, scheiße. Knoten. Schade. Aber wir haben auch bald Tag. Aber ich glaube, das war's. Es ist kein großer Wurf, aber ja, ich würde sagen, ein kleiner Erfolg. Je nachdem, was wir für eigene Schäden haben, das lässt sich jetzt noch nicht so ganz sagen. An der Farbe des Wassers erkennt man das Wetter, ja? Sehe ich das jetzt richtig? Undamaged, light damaged, undamaged, 4 Schlachtschiffe waren da irgendwie in der Nähe, 3 schwere Kreuzer. Light damage, sunk, wir haben 2 Schiffe versenkt. Point, total points. Victor France, echt? Wieso das? Sink 2 ships, any ship. 12.000 Tonnen hätten wir versenken müssen. Ach, scheiße. Verdammt. Breakthrough. Light Force and Torpedo Warfare Destroyers. Endable Building Destroyers 300 Tonnen. Ja, das nehmen wir direkt in Angriff jetzt. And the enemy for blockade us. German Raider. 2 French Merchant Ships. Nice. Und wo blockiert er uns? Russian has commissioned. Gott, es ist anstrengend, dieses Spiel. Es ist wirklich anstrengend, weil man hier nichts geschenkt kriegt. Wo? Da, Northern Europe wird blockiert. Und wie breche ich so eine Blockade und wie entsteht so eine Blockade? Das weiß ich alles nicht. Warte mal, ich gucke mal hier bei der Anleitung. Blockade and Movement. Blockade. So, gucken wir mal. Blockade. Summary Ships. German. To blockade a nation, you must have 110% of enemy's naval strength in the built area of the enemy nation. Naval strength for this purpose is computed as a sum of all ships in the area weighted by type. Some nations have their blockade strength modified. For example, Britain has its possessor multiple 1.2 to a position and its dominance, blah, blah, blah. Russia has its blockade strength 0.7. If you are blockading nation in war, you will earn a number of victory points per month. Blockade nation will not be able to move ships out of its built area except as raiders, which are subject possible interception. If you, however, the mouse pointer over an area on the strategic map, you will see a summary of naval forces in the inbox after the ship types of each net is total strength. Good. Ja. 110% Frankreich. Ist das so, ja? Ja, ist so. Das können wir auch nicht ausgleichen. Das ist unmöglich. Scheiße. Okay, das heißt, wir können jetzt auch nicht 2 Korvetten hier in die Baltic Sea, obwohl wir haben ja noch keinen Krieg mit Russland, aber das steht ja auch bevor, ja. Mann, Mann, Mann.
Boah, das ist alles eine riesige Katastrophe. Ich mach mal weiter. Generate Battle. Schwerer Kreuzer. Knoten, 21. Wir probieren es mal. Coastal Force, Battery, Germany Support Force, erstes Geschwader kann hier den Kampf joinen, ja? Noch sind sie nicht da. Dann Status AI controlled. Machen wir mal Scout. Okay. Ich werde diesmal den Rear Admiral's Mode. Diesen scheiß Torpedos da. Ich meine, 10% Victory Points, ja. Also zwar auf dem Dings Captain's Mode sind es ja sogar 20% Victory Points, die du wegkriegst. Das musst du erstmal schaffen. Naja, wollen wir mal hoffen, dass da das erste Geschwader und das zweite Kreuzergeschwader hier kommen, ne? Ah, 9 Chips sighted. Okay. Da! Das ist die Verstärkung. Die kommen direkt. Division is under AI control. Okay. Das heißt, das ist ja AI controlled, das ist richtig. Wir spielen hier auf Zeit. Von daher drehen wir jetzt bei. Ich mach mal auf Slow. Boah. Übel. Kriegen wir das auf gar keinen Fall. Kreuzergeschwader, das ist misunderstood. Es sind aber alles so Sachen, ja, die realistisch sind. Ne, Kommunikation, Sicht und so weiter, Gegneridentifizierung, all so ein Kram, ja. Da kann so viel schieflaufen. Ja, und ihr seid jetzt weg, oder wie? Meine sind jetzt weg. Order of Battle, Kreuzergeschwader, Status. Das ist weg. Ich darf die auch nicht kontrollieren, oder wie? Komme, was da wolle. So, die kommen jetzt aber wieder. Was lauft ihr für einen Kurs? Die laufen auch ab. Die Preußen ist vor Ort. Immerhin. So. Vorsicht, nicht cool, was du da machst, liebe KI, nicht cool. Und die Schlachtschiffe da abhauen, das ist nicht cool. Wir hauen ab. So, jetzt ist Nacht. Zack, wieder direkt ein Schiff verloren, ne? Na komm. Boah, echt übel da jetzt. Also, das ist alles maximal schief gegangen, ne? Also diplomatisch gesehen jetzt. Das ist eine Katastrophe, hier mit Frankreich im Krieg zu sein. So, wir haben 2 neue Korvetten. Aber wir haben hier einen Frachter versenkt.
10 Monate sind 8000, ja. Da ist dann die Scharnhorst zum Glück bald fertig. Ach, wir müssen auch nochmal hier die Divisions, beziehungsweise wir können einfach hier, die geht in die erste Aufklärungsgruppe mit rein. Yes, 500 Victory Points, nice. Protect your coastal shipping and prevent bombard and mine laying while infliction damage on enemy. Krass, ey. Es ist so cool. Admiral Kranke. Fails command check, actually. No force change possible. Ah, krass. Abgefahren. Ey, was da alles mit drin ist, ne? Hier ist Helgoland. Was haben wir da für Einheiten? Ah, das sind die Batterien auf Helgoland. So, Core, ja. Das sind die Schlachtschiffe. Okay. Screener und Scouts. Oh, ist wieder Nacht, ne? So, mal einen Schluck Kaffee getrunken. Gott, oh Gott. Da ist ein Kontakt. Da ist ein Kontakt. Ja, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Machen wir mal Realtime. Okay, dann machen wir direkt hier. Da brauchen wir nicht mehr Screen, sondern Support. Und hier genauso. Oder sollen wir die als Independent laufen lassen? Ja, wir lassen das mal so. Okay, dann brauchen wir, sollen wir dann Fuel? Torpedo. Boah, scheiße. 9 Schlachtschiffe. Soll ich mal kotzen? Nicht ganz so doll drehen. So. Sollen wir die mal als Independent? Main Target. Ist das Ziel, was die haben, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Das sieht auch nicht so aus, als wären die uns unterlegen. Jetzt schiffst du. Wir haben ja noch diese alten Hobel hier, ne? Boah, scheiße, echt. Ich mach die mal zu Independent und mal gucken, ob die halt. Scout Support Independent. Ich hoffe halt mal, dass die da irgendwelche Torpedoangriffe machen.
Hier kreuzen wir jetzt die Kiellinie, das ist gut. Na, kann ich jetzt nicht machen. Den Schwierigkeitsgrad nicht so eingestellt habe. Wir nehmen mal ein bisschen Fahrt raus. Boah, und dann diese Gummern hier mit einsamen Turm. Mein Gut, hier sind noch zwei Geschütze, aber. Ah, das ist ganz bitter, Leute. Ja, Entschuldigung. Ah, das ist ganz bitter. Machen wir mal schneller. So, jetzt drehen die auch bei. Die drehen alle auf einmal, das ist gut. Weil dann bleiben wir hier in Kiellinie. Ja, wir behalten den Kurs mal bei. Da ist der Belt getroffen worden von der Preußen. Die hauen alle ab. Entfernung 3000 Yards zum Gegner. Na, Aufklärungsgruppe 1 hat die Turn Order verpasst. Wir gehen auf 14 Knoten. Müssen mal aufpassen hier, die ist schon getroffen worden. Engine Room Hit. Ich glaube, es muss ein Sternchen dahinter sein, dass das die Panzerung durchdrungen hat, ne? Cunning Tower Hit. Preußen, die kriegt ganz schön was ab, mein lieber Mann. Kurs. Wir können ja mal Kurs Helgoland nehmen. So, Status. Support. Zweites Geschwad. Auch das. Ups. Was war das? Status. Support. So. Und hier genauso. Was? Die kann ich nicht kontrollieren. Oh, die schweren Kreuzer, die fahren hier jetzt rein. Da müssen wir unterstützen. Warum schießen die keine Torpedos, ey? Das ist doch hervorragend, die Distanz für einen Torpedoangriff, ne? So, Kiellinie kreuzen, wenn es geht. Oh, shit.
Ich glaube, wir müssen Element Flooding. Wir erhöhen mal die Fahrt und ich guck mal, dass wir hier irgendwie hier rauskommen. Aber wenn wir die Preußen verlieren würden, das wäre eine Katastrophe, ne? Das ist penetriert hier. Structure Hit. Ne, warum schießen die keine Torpedos, ne? Hier auf die Dickschiffe. Also das muss man wirklich dann händisch machen. Da hätte man jetzt schön Torpedosalven abfeuern können. Vielleicht, weil die auch zu viel Fahrt machen natürlich, ne? Preußen, okay. Ist ein Turm ausgefallen. So, wir laufen Helgoland an. So. Max. Mehr Fahrt können wir nicht machen. St. Louis, Klaus Hit. Toya Louise Hit. Hier, das penetriert. Oh, ein bisschen schneller. Folgen uns. Naja, klar. Also würde ich auch machen. An deren Stelle. Auf, komm schon. Es ist noch weit bis Helgoland. Kursänderung. Ob wir das schaffen, ich weiß ja nicht. Oh. Jetzt nehmen sie uns in die Mangel. Okay, warte mal, dann machen wir das jetzt anders hier. Ich kann die nicht steuern. Kann ich, wenn ich das auf Independent mache, hier steuern? Ne. Na toll. Jesus Christus! Geht nicht. Das gibt ein richtig schlimmes Debakel. Brandenburg ist hit by a Torpedo. Ich mach mal hier KI. Ich mach nicht KI. So. Die schießen uns jetzt zusammen, ne? Uiuiui, Brandenburg sinkt. Was ist das? Das ist Katastrophe. Ich mach mal. Oh Gott, ich mach. Oh Gott. Es hit bei Torpedo. Preußen säuft auch ab. Die Preußen lebt noch. Oh, jetzt sehen die uns wieder. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ja, schießen die Torpedos eher so, wenn die schon halb am Sinken sind oder was, so als Finisher? Also für einen Fangschuss quasi. Die jagen die Preußen und die Wörth.
Die Preußen muss es schaffen. Da. Zum Glück macht die ganz gut Fahrt noch. Naja, aber klar, was eine Übermacht, ja, also. Ein schwarzer Tag für Deutschland. Da kommen zwei Frachter. Das ist der rettende Hafen von Wilhelmshaven, die Jadebucht. Die deutsche Bucht. Meine Güte, was ein Debakel. Es ist noch nicht vorbei, ne? Es ist noch nicht vorbei. Ja, bring die mal nach Hause. Damage 90%. Läuft die jetzt an den Hafen an? Jawohl. Oder ist die gesunken? Man weiß es nicht. Französische Flotte wütet hier vor der deutschen Küste, ey. Oh Mann. Es ist ein Horror. Wer schlägt es denn? Oh, die Wörth. Der alte Hobel. Ah, die Preußen hat überlebt, ne? Oder? Hat sie doch. Wörth schlägt sich auch tapfer. Dunkelheit. Ach du Schande. Wir haben zwei Schlachtschiffe verloren. Das geht eigentlich. Ich hab ja auf Schlimmeres. Einen schweren Kreuzer haben wir immerhin versenkt. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Niederlage, ja. Heavy Damage. Ja, gerne. Mir ist schon klar, dass ich das jetzt nicht gut gespielt habe. Ne? Das war jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt so ein Gefecht gespielt habe. Aber schreibt mir da ruhig rein, ne? Was ich da falsch gemacht habe, was man besser machen kann und so weiter. Ich war ein wenig überfordert. Aber das ist natürlich schon übel. Wo ist denn die? Preußen, hier, Heavy Damage. Ach du Schande. What do we want to call the... Das ist ja geil. Das Spiel wird immer geiler. Wie nennen wir dieses Engagement? März 94. Wo fand die denn statt? Vor der Küste Hollands, deutsche Bucht.
in der deutschen Bucht. Schlacht in der deutschen Bucht. Oder blutiger März. The Kaiser is extremely upset that you have suffered heavy losses. The fleet, your prestige suffers. Oh mein Gott. You may retire, Admiral Kranke, due to his... Yes. Wird entlassen. Counterintelligence believes that Otto has stolen... Das ist unglaublich. Many people in naval circles express their doubts about your leadership. Was für ein Desaster, ey. Drei Monate fällt die Preußen aus, vier Monate die Wörter. Immerhin. Der Kern unseres ersten Geschwaders ist intakt. Naja, gut, das wir müssen. Aber gut, wir kriegen die Kaiser jetzt, aber das ist ja alles nur Schall. Also, das ist, wir haben keine Chance hier. Wir haben keine Chance. Die sind uns so haushoch überlegen. Guckt euch das mal an. Wir haben viel zu wenig Schlachtschiffe. Viel zu wenig Schlachtschiffe. Nordeuropa braucht einen neuen Kommandeur. Das können wir nicht machen. Das geht nicht. Wir haben keine 7 Schlachtschiffe hier. Wir verlieren den Krieg. Also. Enemy Forces 9 Schlachtschiffe. Oder additional war loan. The naval budget is increased. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin fix und alle, ne? Pillow Things, immerhin. Mobilmachung. Weißburger gegen Russland. Oh Mann, Leute, ey. Zwei Monate noch, dann ist die Preußen wieder da. Und diese beiden Schiffe, die kannst du in der Pfeife rauchen, ja? Zehn Monate, ja, ich... Bildschip. Herr Friedrich der Große. So, 10 Monate, jawohl. Wir müssen unsere Schlachtschiffflotte erweitern. Komme, was da wolle. Die Blockade ist auch eine Katastrophe. Wir verlieren den Krieg, also da gibt es nichts. Mai 94. Ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Es ist alles ein riesiges Desaster. Jetzt sind wir noch im Krieg mit Russland. Ich habe keine Ahnung, wie ich das auf die Kette kriegen soll. Mit England knirscht es irgendwie. Und wir haben auch keine Verbündeten und keine Schiffe. Und wir werden nicht neu anfangen. Also,
Ja gut, wenn wir entlassen werden, dann schon, ja. Aber wir müssen das jetzt irgendwie noch, also es ist die schlimmste Krise in der Geschichte von B-Seiten-Gaming, muss ich sagen, die es jemals in einem Let's Play gab. Die schlimmste Krise. Es ist ein Spiel, was einen fordert, was nichts verzeiht, nichts vergibt. Es ist eine absolute Katastrophe, was hier passiert ist. Das sind uns, nee, wo haben wir denn? Hier. Ja, okay, auf die freier Word. Also letzten Endes sind die Verluste nicht ganz so schlimm, weil diese Schiffe auch nicht so toll sind, ne? Aber wir haben halt nichts, ja? Ich habe in Friedenszeiten nicht für den Krieg gerüstet. Willst du Frieden, dann sei gerüstet für den Krieg. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben die Aufrüstung Frankreichs hingenommen und haben dann nicht drauf reagiert, ja. Und Russland, die fahren uns jetzt hier natürlich in die Parade. Das ist ja klar halt, ja. Also es ist eine Katastrophe. Ihr Lieben, ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.